Hallo Leute, heute mache ich aus diesem Knochen ein Messer. Aus diesem. Den Knochen, das ist ein Pferdeknochen, den habe ich aus der Pferdemetzgerei und in einem anderen Video ausgekocht. Das ist mal die Rohform. Weil das ein bisschen die Innenseite ein bisschen abschleifen. Schön abrunden und den Schliff. So. So sieht meine Klinge jetzt aus. Profil. Sieht sie etwas so aus. Die mache ich jetzt. Aus dem Horn mache ich einen Griff. Das kommt etwas so. Vertieft rein. Und dann wird es angeklebt mit dem Birkenteer. Der Rest wird dann von Hand fein geschliffen. So, die Geschichte sieht jetzt etwa so aus. He? Hier habe ich einen kleinen Hügel gelassen. Der passt hier hinten ins Loch rein. So. So sieht man Messer dann aus. Wird festgemacht mit Birkenteer, Birkenkleber. Der ist hier. Wird flüssig gemacht. Ein bisschen reingekopft und dann oben noch schön verklebt. So, hier ist der Birkenkleber. Hier ist der Birkenkleber, der scheint gut. So. Das kommt so rein. Ja, das ist der Flachs vom letzten Jahr. 2, 3, 3. Tja, das ist das. Diese Teile werden zusammengefügt, mit dem Birkenkleber reingeklebt und mit dem Flachsfaden umgekappt. Das
aber das ist es jetzt, das gute Stück. Schneidet schon ziemlich, ich habe es noch nicht mit allzu feinem Schleifpapier gemacht. Das mache ich dann für mich alleine. Aber wir machen den obligaten Tomatentest. Für Knochenmesser reicht ein Cherry-Tomatentest. Ohne Druck. Ein bisschen mit dir. Ne? So. Viel Spaß beim Nachbauen oder beim Träumen davon. Tschüss.